Willkommen zurück. Wir müssen immer noch versuchen, eine V1 oder V2 Rakete zu zerstören. Wir müssen diese Flak hochjagen. Los! Ja, ja, ja. Die Munition geht mir aus, ey. Auf jeden Fall ist die schon mal länger als die eben der Amerikaner. Heilung wird jetzt wieder mal angebracht. So, Versorgungswagen ab. Tolle Show, Evans. Verdammt gute Arbeit. Damit könnten Sie Geld verdienen. Hey, ich dachte, ihr wusst. Nein! Gut. Das ist ein. Ne, ist kein Scharfschützengewehr. Keiner zu sehen? Ah. Wir gehen jetzt nordwärts, um diese Raketen zu finden. Also dann mal los, Bewegung! Thank you.
Also wenn Inna ein Päckchen hat, wäre ich dankbar. Aber scheinbar nicht. Ja, sehr gut. Ein unbesetzter Bunker, das glaube ich nicht. Klasse, wie meine Leute alle. Tanken, damit sie sich gegenseitig hoch. Und tanken sie sie auf. Was? Ja. Und wie? Ich hab dich zugehört, verdammte Scheiße. Mir war eigentlich auch so, als ob man in die Bunkeranlage reinkäme. Wie wär's hier rüber? Okay, dann dürfen wir wieder zurück, so wie es aussieht. Wo ist denn... Oh, der bleibt da hinten stehen. Ja, geil. Verteilt euch!
Okay, was für einen Knopf muss ich da drücken? Ah. Der leuchtet. Und der nördliche Bunker ist wahrscheinlich der, wo unser Typ wartet. Gut, platzieren Sie jetzt die Bomben darauf. Wer ballert denn da schon wieder? Alle Kriege sind Bürgerkriege, denn alle Menschen sind Brüder. Genossen, es ist jetzt fast 3 Jahre her, dass wir die Deutschen bei Stalingrad zurückgedrängt haben und die lange Reise nach Berlin begann. Wir haben überall in unserem Land gekämpft und mussten viel Tod und Leid mit ansehen, für das unser Feind mit verantwortlich ist. Oder verantwortlich ist. Jetzt liegt seine Hauptstadt in Ruinen, seine Armee ist in Unordnung, es verbleibt nur ein Ziel. Zum Beginn der Berlin-Offensive werden 9 rote Siegesflaggen an unsere verschiedenen Divisionen verteilt, um sie auf dem Reichstag zu hissen. Wir in der 150. Infanteriedivision haben die Ehre, auch eine hissen zu dürfen. Die Deutschen haben nichts mehr zu verlieren und werden bis zum Tode kämpfen. Besiegen Sie sie irgendwie, wir müssen unsere Flaggenträger unbedingt auf das Dach bekommen. Bald beginnen wir mit unserem Angriff und werden den Sieg für mittig in Russland holen. Und damit starten wir die letzte Mission. Oh. Läuft. Wir müssen an diese Flaggen, damit unsere Panzer durchkommen. Jagen Sie das Geschütz hoch und dann ab zum nächsten. Thank you.
Huiuiuiui. Okay. Noch eine Panzerabwehrstellung. Da oben die. Und dann macht der irgendwo hier ein Loch auf. Lol. Ach so, das war's schon. Ich dachte, die ballern uns den Weg frei. Da ist er ja schon. Na gut. Hier geht's in der nächsten Folge weiter. Spitzbedanke mich. Wie ist denn hier?